Hey Leute und willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Und zwar haben ganz, ganz viele Leute danach gefragt, da der Roman eine Reaction auf meinen Diss-Track und gegen den Diss-Track von Flo gemacht hat und Flo auch eine Reaction auf meinen Diss-Track gemacht hat, habe ich mir gedacht, komm, dann reagiere ich jetzt auch einfach mal auf den Diss-Track von Flo, beziehungsweise ich habe mir diesen ganzen Diss-Track hier noch nicht angeschaut, ja, weil ich mich nämlich nicht spoilern lassen wollte, weil ich mir den das allererste Mal mit euch zusammen angucken wollte, liebe Leute. Und zwar hat der Diss-Track aktuell jetzt gerade, Moment, hier, 492.367 Aufrufe, 50.000 Daumen nach oben, wartet mal, wir gucken mal gerade ein bisschen genauer, 50.913 und 5.000 Daumen nach unten, ja, das ist schon richtig, eine richtig krasse Leistung, muss ich sagen, also ich glaube, meiner im Gegensatz hat irgendwie 10.000 Daumen nach unten, aber das hat auch einen ganz, ganz besonderen Grund, ja, dazu kommen wir aber auch gleich ein bisschen, kann ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich würde mal sagen, wir gucken uns den Diss-Track gegen Lars oder so, also gegen meine Wenigkeit hier von dem guten alten Kausel 44 mal ein bisschen genauer an, Leute, und sagen dann ein bisschen was dazu, oder ich erzähle euch ein bisschen was dazu, ich bin wirklich gespannt. Okay. Aber wie gesagt, Leute, ich gucke mir den jetzt gerade auch mit euch das allererste Mal an. Ich finde es richtig cool. Warte mal, ist das ja auch hier sogar 1080p, 60 FPS. Es sieht nämlich auch richtig, richtig schön aus, das Bild. Flo, also an den Typen, der das animiert hat. Gute Idee auf jeden Fall. Das Track gegen Lars oder so. Es ist so geil. Es ist einfach so witzig, Leute, dass man seinen eigenen Diss-Track irgendwie hat und so. Das ist halt so, keine Ahnung, ich finde das mega cool. Von Chaos 44. Erstmal hier mit dieser Sonnenbrille sieht mega fresh aus, Mann, Flo. Richtig geil. Ach, Lars, oh Mann, was sollte denn das sein? Hör auf mit Diss-Tracks und mach doch deinen Führerschein. Wartet, nochmal. Ey, richtig geil, Flo, wirklich. Ach, Lars, oh Mann, was sollte denn das sein? Hör auf mit Diss-Tracks und mach doch deinen Führerschein. Also, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe keinen Führerschein, ja, und irgendwie ist es so ein Insider zwischen uns geworden, dass sie mich, dass Roman und Flo mich damit irgendwie immer ärgern und sowas, dass ich halt immer Bus und Bahn fahren muss, also ist jetzt nichts Schlimmes oder sowas, aber, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie für die voll witzig, dass ich immer noch keinen Führerschein habe oder so, soll halt aufhören mit Diss-Tracks und soll lieber meinen Führerschein machen, ist wirklich cool, ist wirklich gut, also ich muss sagen, das hat mich schon gut getroffen. Willst du mich veräffen? Also, keine Ahnung, ich meine, Roman hat zu mir gesagt, dass er das Wort gegoogelt hat und dass es veräffen wirklich gibt, dieses Wort, ja. Ja, keine Ahnung, was, ich kann dazu irgendwie nicht so viel beifügen. Also, das Wort existiert tatsächlich, ja, veräffen. Ich persönlich habe das jetzt noch nie so in meinem Wortgebrauch irgendwie benutzt oder sowas, aber anscheinend der Chaos 44, keine Ahnung. Ich nicht mal getraut, komm mir mal weiter. Nicht, du hast dich nicht einmal getraut, mich auf der Gamescom zu treffen. Das stimmt gar nicht. Ich hätte mich ja gerne mit ihm getroffen, weil er sagt ja, dass ich mich nicht getraut hätte, mich mit ihm auf der Gamescom zu treffen. Aber ich habe mich schon getraut, nur war es halt so, dass Flo irgendwie eine Stunde später kam, als ich nach Hause gefahren bin. So, und deswegen haben wir uns halt einfach zeitlich nicht getroffen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht getraut habe oder sowas. Ja, falls es der ein oder andere da draußen gedacht hat. Ich habe mich schon getraut, nur hat es halt nicht hingehauen irgendwie von der Zeit, weil der Flo kommt ja aus Österreich, ne, und da ist er nach Deutschland gefahren und dann haben wir halt so, und dann bin ich halt, ne, und das hat halt irgendwie nicht hingehauen. So, schauen wir mal weiter. Also, Aufnahme, lass es mit dir los, mehr Verspätung als bei deinen hoffnungslosen Videos. Oh. Es stimmt nicht immer. Ich bin nicht immer zu spät, ja, aber oft, ich weiß, ich bin mit öfters... Dir los, mehr Verspätung als bei deinen... Ja, komm. Darauf muss er natürlich darauf muss er natürlich rumreiten hier, auf dass meine Videos zu spät kommen, ne? Ich muss sagen, das ist schon ziemlich stark von ihm, dass er halt das anspricht, dass ich immer zu spät komme und dass meine Videos auch immer zu spät kommen und sowas. Aber für die Leute, die es nicht mitbekommen haben oder meinen Diss-Track auch noch nicht gesehen haben, ich habe in meinem Diss-Track das selber auch schon gesagt und habe halt auch selbst gesagt, so, yo, meine Videos kommen eh immer zu spät oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt gerade den Text nicht genau. Meine Videos kommen ja sowieso immer zu spät und sowas. Und damit habe ich sozusagen die Aussage von ihm eigentlich komplett annulliert, weil ich ja mich sozusagen damit selbst schon gedisst habe. Oder ich habe das sogar zugegeben und sowas, ja, dass ich so bin, dass meine Videos ja zu spät kommen und so. Und deswegen, keine Ahnung, so ist es jetzt eigentlich nicht so wirklich greifbar, was er gesagt hat. Aber es ist trotzdem cool, muss ich sagen. Es ist wirklich, wirklich ganz geil. Was ist mit dir los? Mehr verspätung als bei deinen hoffnungslosen Videos. Oh, Lars, ich glaube, mein Huhn klopft. Ich glaube, mein Huhn, was? Mein Hut klopft? Mein Hut klopft? Ich habe gedacht, ich habe gerade verstanden, er sagt, mein Huhn klopft. Das hätte irgendwie ein bisschen mehr Sinn ergeben, wartet mal. Huhn klopft und alle Fans fragen, wo bleibt's? Ja, aber jetzt mal nochmal zurück.
Er sagt, nee, hier, ich glaube, mein Hut klopft. Ich glaube, mein Huhn klopft. Hä, er sagt doch Huhn, oder? Ich glaube, mein Huhn klopft. Oder sagt der Hut? Oder sagt der Huhn? Ich habe keine Ahnung, Flo. Hast du jetzt Hut oder Huhn gesagt? Ich weiß es nicht, Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist cool. Wenn du mich im Track verschaust, ja, ich in Alter, ich wusste, dass es jetzt kommt. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Das habe ich ja mal in Hyperion, das ist so ein kleiner Insider für die, die es nicht kennen. Das habe ich mal in Hyperion als Gedicht aufgesagt, ja. Also so, weil Flo mich irgendwie groß gemacht hat in Hyperion. Das war irgendwie mit so einem komischen Zeug. Mit so einem Wasser hat er mich irgendwie so richtig groß gemacht. Und dann sollte ich ihm ein Gedicht schreiben, damit er mich wieder klein macht. Und das ist ganz cool angewendet hier in der Line hier. Ja, ich fühle mich richtig wie so ein Rap-analytischer Typ. Keine Ahnung, natürlich kenne ich mich nicht aus, Leute. Das ist auch alles nur komplett aus Spaß hier entstanden und so, ne. Aber dazu gleich. Oh. Oh. Texte? Wack. Das erinnert mich an was. Oh ja, denn der ist Track. Oh. Alter, es ist so böse. Also, ich muss sagen, es ist wirklich cool, Flo. Hast du dir richtig, richtig viel ausgedacht? Wack. Das erinnert mich an was. Oh ja, denn der ist Track. Gib dir doch. Oh. Oh, 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 oh. Naja, gut, ich muss jetzt sagen, so, mein Diss-Track war jetzt nicht so schlecht, ja, aber jetzt, ihr wisst ja, Leute, ist alles halt nur aus Spaß gewesen. Deswegen haben wir uns auch so mega trottelig in den Videos verhalten, beziehungsweise ich habe mich halt auch mega trottelig in dem Video verhalten und so. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Oh ja, denn der ist Track. Das ist so geil. Gib dir doch mal Mühe, du machst ihn nur zum Affen. Alter, was ist das denn für ein Bild hier? Da habe ich einfach so als Affen ausgeschnitten. Hä? Ach, das ist der Fuß. Ich dachte gerade, das ist die Hand hier bei dem... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Richtig geil. Viel zu geil. Wie willst du es denn jemals auf die Mille schaffen? Au. Das tat weh, Flo. Das hat wirklich gesessen. Auf die Mille schaffen. Wie willst du es jemals auf die Mille schaffen? Ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal die Millionen Abonnenten schaffen, aber das hat wirklich weh getan, Flo. Das tat weh. Oh, okay. Ach, los. Übrigens, Leute, ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder sowas. Ich bin nicht sauer auf Flo wegen so einem Krimskrams. Ich habe schließlich auch einen Daumen nach oben gegeben, ja. Ich finde das wirklich mega cool. Allein die Aktion, dass wir das zusammen machen und sowas, finde ich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ich weiß, du hattest nie eine Chance. Naja, du hattest ja auch noch nie richtig Balance. Was ist das denn? Auch noch nie richtig Balance. Alles. Flo, Alter. Flo, 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 Flo. Warte. Du hattest nie eine Chance. Du hattest nie eine Chance. Du hattest ja auch noch nie richtig Balance. Du kannst mich nicht besiegen. Aber hat Roman das nicht mal in seinem Diss-Track gesagt mit den Balance? Ich habe da irgendwie sowas ganz so ganz schwach in Erinnerung, dass Roman irgendwie gesagt hat, dass, yo, ich zeig dir heute noch, wo du noch Balance hast. Genau. Und das hat Flo auch nochmal hier in dem Diss-Track angesprochen. Der Diss-Track ist on fire. Aber wenn ich dann den Track höre, muss ich einfach nur noch reiern. Aber mit den Geräuschen dann noch im Hintergrund mit diesem, ich muss einfach nur noch reiern. Ist cool, ist wirklich cool. Ich weiß, du wolltest es nicht. Schreib mir doch gleich ein ganzes Liebesgedicht. Oh, Flo, nimm meine Diamantblöcke. Du bist eine mit Hals eingestreute Nacktschnecke. Dieses Bild. Das ist richtig geil. Ich glaube, das hat uns sogar mal ein Zuschauer gemacht, ja. Dieses Bild hier, und das hat Flo einfach mit da mit reingehauen. Finde ich richtig cool, Mann. Das finde ich richtig nice, weil das ist so der Insider mit den Nacktschnecken, weil ich immer so aus Spaß sage, so, ja, ich bin eine Nacktschnecke und so ein Kram, ja, so halt mega dusselig. Aber ist eine ganz lustige Idee. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu gemein. Soll ich zurücknehmen? Ich nehm's zurück. Er nimmt's zurück. Wobei? Wobei? Nee, ich nehm's nicht zurück. Hey! Grüne Haare stehen dir gar nicht gut, Mann. Im Gegensatz zu dir. Ja, ey. Leute, meine Haare sehen toll aus, ja. Da kann ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Aber es ist eine ganz geile Idee mit dem... dass er darauf eingeht. Ich und Roman haben uns ja die Haare gefärbt, ja, wie es bekannt ist eigentlich. Also ich glaube, das Video hat auch irgendwie eine 500.000 Aufrufe oder sowas, ja. Und ja, Flo, finde ich cool, dass du darauf auch eingegangen bist, auf meine wunderschönen grünen Haare, ja. Mittlerweile sind die auch gar nicht mehr so grün. Irgendwie sind die jetzt so blau. Die sind jetzt so blond, grün und irgendwas anderes, ja. Aber finde ich cool, dass du das auch nochmal angesprochen hattest. Was? Grüne Haare stehen dir gar nicht gut, Mann. Im Gegensatz zu dir, guck dir das schon wirklich gut an. Oha, oha, krass, Alter, also,
ich habe mal Flo einen Sneak Peek von meinem Diss-Track geschickt, ja, und habe ihm gesagt, so, yo, so hört sich mein Beat an und so hört sich mein ganzen Krimskrams an. Und er hat halt einfach hier, weil ich gesagt habe, dieser Track kommt gut an, in meinem Diss-Track habe ich das gesagt, ja. Im Gegensatz zu dir kommt dieser Diss-Track wirklich gut an. Also er hat meine Line genommen, die ich anfangs von meinem Track gesagt habe, hat er einfach genommen und hat die dann einfach gegen mich verwendet. Das ist wirklich böse gewesen, Flo. Das ist wirklich fies. Aber cool, muss ich sagen. Eine ganz gute Idee hier. Das ist wirklich gut an. Sorry, Lars, du wirst ja gleich viel blasser. Ich glaube, du... Werde ich blasser? Ich weiß es nicht. Ich find's geil. Ich muss sagen, ich find's richtig cool. Das stimmt auch nicht. Um das jetzt mal hier klarzustellen, Leute, das stimmt nicht mit dem 5-Euro-Wasser. Das ist gelogen. Das hat Roman einfach mal so aus Spaß gesagt und Flo und keine Ahnung, wie viele Leute glauben, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, als ob ich mir Wasser für 5... Ach, egal, ich werd jetzt einfach gar nichts mehr dazu sagen, ja. Ach, Lars, du hattest nie das Können für YouTube. Schreib auf deine Stirn doch gleich ganz groß, ich bin ein Noob. Und was, wenn du ein Down... Doch, bin YouTuber. Och. Dieses Bild. Dieses Bild ist entstanden, als ich irgendwie Flo meine Facecam-Einstellungen geschickt habe und hat gefragt, so, kann ich das so lassen? Sieht das gut aus und sowas? Und dann hat er das Bild sich einfach rausgeschnitten und hat das einfach im Diss-Track jetzt drin. Alter, was ist denn das? Man versteht nicht, was er sagt irgendwie in dem... Was steht da? Das klingt als Cam... Als Cam... Was? Ach so, das klingt als kommt es von... Straight von einem Tele... Was zur Hölle? Straight von einem Teletubby. Also wenn ich das jetzt nicht lesen würde, würde ich auch gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Es klingt, als käme es straight von einem Teletubby. Schrabidi-Dabi kommt von einem Teletubby, sagt er. Also es ist ganz gut gereimt so, Schrabi, Teletubby und so, ne? Aber man versteht es halt gar nicht. Und Schrabidi-Dabi ist cool. Jeder weiß, dass Schrabidi-Dabi cool ist, Leute. Ja, das Bild ist geil. Du bist einfach ineffizient, nicht eloquent, intelligent, 100% inkompetent. Ich frage mich, oh, nicht schlecht. Wie man mit dir überhaupt einen Sinn erkennt. Ich meine, schließlich hat der Track dich voll ein Argument. Oh. Ach, Lars, ich weiß, du hattest nie eine Chance. Naja, du hattest ach so, nie das ist Dings, das ist da die Hook, oder was? Ich dachte, das, ich habe den Unterschied nicht gemerkt, ob das jetzt die Hook ist oder... Ach, Lars, ich weiß. Ich habe eben den Unterschied nicht gemerkt, ob das jetzt irgendwie noch weiter von dem, Lied ist, also der Rap halt, oder ob das die Hook ist und sowas. Also er hat anscheinend die Hook mit reingehauen, das mit dem My Diss Track is on fire und sowas, das ist anscheinend die Hook. Habe ich den Unterschied eigentlich nicht so wirklich gemerkt. Du wolltest es nicht. Schau mir doch gleich ein ganzes das Liebesgedicht. Oh, Flo, nimm meine Diamantblöcke. Du bist eine Metall. Als ob ich so rede. Oh, Flo, nimm meine Diamantblöcke. Gestreute Nacktschnecke. Das ist so fies. Ey, das ist cool, Mann. Die Animation... Muss ich wirklich sagen, finde ich richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut hier mit dem, die Animation. Eigentlich ganz geil. Eigentlich wirklich ganz geil. Hier ist die Reaktion auf Flo sein Diss-Track gegen mich. Schauen wir mal, was so in den Kommentaren steht. 50.000 Likes verdient. Wie oft hast du Ach Lars gesagt? Nur die Stimme zu laut, sonst gut. Cooler Diss-Track ever, richtig gut. Mit deutschem Untertitel ist es am besten, okay? Ja. Kurz nochmal zu meinem Reaktion. Nee, Moment, das will ich jetzt nicht gucken. So, Leute, jetzt nochmal ein kurzes Wort zu meinem Diss-Track hier zu dem ganzen Thema. Und zwar bin ich jetzt gerade noch auf Platz 6 in den deutschen Trends, was einfach unnormal krass ist. Ich war auch irgendwie 24 Stunden oder länger einfach auf Platz 1 in den deutschen Trends. Das war so boom, Leute. Das war so krass für mich, weil ich muss sagen, vorher war ich noch nie auf Platz 1 in den Trends und vor allem noch nie mit sowas. Normalerweise halt immer die Minecraft-Videos und sonstiges, ja, so wie man mich halt kennt. Ich mache halt Minecraft-Videos oder halt sonstige Gaming-Krimskrams, worauf ich halt Bock habe und so. Und dann habe ich halt mal so aus Spaß so einen Diss-Track hochgeladen, wo ich halt irgendwie Quatsch gemacht habe gegen Flo, halt, ihr wisst, Diss-Track halt, ne? Und ich hätte es nicht gedacht, wirklich nicht gedacht, dass dieses Video auf Platz 1 in den deutschen Trends kommt und dass es so viele Leute sehen, so viele neue Leute sehen, ja. Und, ich sag mal so, die Bewertungen und sowas sehen halt schon ziemlich angegriffen aus dadurch, weil es sehr, sehr viele Leute nicht verstanden haben, wer Chaosflow ist, wer ich bin und was so die ganzen Insider und sowas da drin sind. Warum ist da ein Typ, der, eine Melone nimmt und macht die kaputt und rappt da irgendeinen Käse vor sich hin, so ungefähr. Ihr wisst schon, was ich meine, ja. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass so ganz, ganz wenig Leute, ich habe das sogar hier in die Kommentare nochmal
hingeschrieben, weil es ganz, ganz viele Leute gab, die das irgendwie nicht so ganz verstanden haben. Habe ich extra hier in den Kommentaren, hier könnt ihr es nochmal sehen, Moment, hier das ganze, dieser ganze Text hier, da habe ich nochmal 800 Daumen hoch, hat das auch übrigens, ja, ich habe das hier nochmal angesprochen, dass alle Leute, die neu auf dem Channel sind, die eventuell von den Trends kommen oder sowas, ja, das Video jetzt nicht ernst nehmen sollen und sowas, da das halt einfach nur aus Joke gemacht ist und sowas, ja, und das ist ja auch irgendwie eine Art von Kunst, sag ich mal, so lächerlich zu sein, ja. Gibt aber nur ganz, ganz wenig Leute, die das so wirklich zu 100% verstanden haben und das hat mich persönlich, das fand ich persönlich ein bisschen schade. Also ich meine, klar, man kann, ne, man kann niemanden irgendwie so, man kann es niemandem irgendwie richtig recht machen und sonstiges, klar, jeder hat auch einen anderen Musikgeschmack und sowas, finde ich alles in Ordnung, aber ich fand es halt ein bisschen schade eigentlich, dass es so viele Leute gab, die einfach gesagt haben, ja, hier, ne, die dann irgendwie schlimme Beleidigungen oder sowas in die Kommentare geschrieben haben. Ich möchte mich jetzt nicht irgendwie darüber aufregen, weil ich weiß halt, dass es nicht so ist. Die sehen halt jemanden. Für andere ist das halt so jemanden, der einfach nur da irgendwie Quatsch macht in dem Video und halt irgendwie sich sau lächerlich verhält und sowas, ja. So sehen das fremde Leute. Und die denken halt auch so, dadurch, dass ich in dem Video so bin, denken die, dass ich in echt auch so wäre. Wisst ihr, wie ich meine ungefähr? Ja, also ist ja totaler Quatsch, weil welcher Mensch verhält sich so? Das könnt ihr mir das mal sagen. Ich meine, es ist halt einfach alles nur komplett zur Unterhaltung gedacht gewesen und sowas. Fand ich ein bisschen schade, dass es so viele Leute falsch verstanden haben. Und das sieht man hier halt auch in den, an der Like-Dislike-Rate und sowas, dass es dann irgendwie 9000 Leute irgendwie gedisliked haben und sowas. Klar gab es dann auch so welche, die gesagt haben, yo, mir gefällt der Diss-Track von Flo besser und sowas. Finde ich auch okay. Ist ja alles völlig in Ordnung so. Aber ich fand, es gab sehr, sehr wenig Leute, die das nur objektiv betrachtet haben, so wie es eigentlich sein sollte, wenn man sich was anschaut. Die haben halt einfach nur einen Typen gesehen, der sich lächerlich verhalten hat und das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe den Diss-Track ja extra so gehalten, Leute, damit den jeder hören kann. Also jede Altersgruppe sollte das eigentlich hören können, ja. Ich habe auch so ein paar Sachen eingebaut, wie zum Beispiel hier mit dem Das kann nicht gut gehen, so wie alte Menschen und sowas, ja, dass ich dann halt einfach mal eine Line eingebaut habe, die, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken muss und sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool so, weil ich das jetzt nicht zu lächerlich machen wollte, ja. Es gab halt sehr, sehr viele Leute, die das absolut nicht gecheckt haben, ja, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich muss sagen, ich möchte mit meinen Videos im Internet keine schlechten Werte verbreiten. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen Diss-Track gemacht hätte, einen richtigen Diss-Track, wo ich, keine Ahnung, Flo aufs Übelste beleidigt hätte oder sowas, hätte ich auch machen können, ja, hätte ich auch machen können, aber ich möchte nicht, dass meine Figur, also dass ich so, meine Internetfigur, meine Internetpräsenz, ja, dass ich so im Internet stehe und dass ich so, keine Ahnung, dass Leute sowas von mir denken, ja. Ich möchte lieber ein Trottel sein, der seine Videos halt macht und sowas und halt dusselig ist so, ne. Mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine falschen Werte vermitteln oder sowas, wenn es jetzt, keine Ahnung, jüngere Leute sehen sollten oder sowas, die dann sagen, oh ja, Mann, ich diss jetzt auch und keine Ahnung und sagen dann irgendwelche schlimmen Wörter und so. Das möchte ich halt einfach nicht. Genauso wie wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt darauf angesprochen werde auf der Straße. Klar, gibt es dann Leute, die sagen, okay, das ist halt mega lächerlich oder sowas, ja, oder es gibt halt Leute, die sagen, okay, es ist ganz cool, es ist lustig, darum geht es ja auch eigentlich, dass es lustig ist, dass es, ne, die Leute unterhält und sowas und ich möchte halt einfach nicht im Internet stehen als jemand, der böse ist, versteht ihr, wie ich meine? Lieber bin ich derjenige, der ein Trottel ist und halt seine Videos macht und ja, ganz viele Leute haben es nicht verstanden, fand ich ein bisschen schade, aber okay, auf einen neuen Diss-Track, also keine Ahnung, was jetzt hier so in der nächsten Zeit entstehen wird, also ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall noch weitere Tracks geben wird oder sowas, ja, keine Ahnung, also ich hoffe mal trotzdem, dass euch dieses kurze Reaction-Video gefallen hat oder sowas, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt oder sowas, aber ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für heute, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder und ja, tschüss.